ganzen Stopp-Elektrozaun. Manche sind echt ekelhaft. Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar geht's heute da hinten hoch, ihr habt es gerade gesehen, auf den Hockstein. Und dann gehen wir die Wolfsschlucht wieder nach unten. Und vielleicht gehen wir dann hier unten durchs Polenstal noch eine Runde. Auf jeden Fall soll es nicht zu groß werden heute. Wir machen zwar viel Höhe auf wenig Strecke. Ein paar Daten gebe ich euch dann gleich noch. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal da hoch und schauen uns um. Los geht's. Müssen wir lang? Gehen hier lang. Da hoch. So, Jenny, ist das heute wieder Kategorie Wandern mit Kind? Wandern mit Kind. Genau, warum? Kleine Strecke und wenig Kilometer, aber dafür viel Höhe und Kletterei. Ja. Und es gibt doch was Süßes, oder? Vielleicht. Zur Belohnung? Vielleicht. Nur kurz zur Orientierung, ihr seht es wahrscheinlich im Hintergrund, wir laufen jetzt quasi zwischen den Serventinen, die nach Hohenstein runtergehen, beziehungsweise ins Polenstal von der Hocksteinschenke aus. Wir haben unten geparkt, habt ihr gesehen, laufen wir jetzt hoch und laufen dann über den Hockstein durch die Wolfsschlucht wieder hinab ins Polenstal. Jenny sagt, wir laufen jetzt den grünen, aber wir laufen hier die kleine Runde und machen dann hier hinten rüber. So, ne? Also ich stelle auf jeden Fall die Route wieder bei Komoot ein. Wir müssen jetzt auch gleich die erste Straße bzw. das erste Mal diese Straße überqueren. Ist dreispurig, da es aufwärts zwei Spuren gibt, abwärts eine. Dadurch breit, kurz nach einer Kurve. Ich zeige es euch gleich mal hier oben. So, hier ist ganz schön Pampe. Seht ihr das? Also Pampe ist Wasser. Ja, und guckt mal, wie weit es hier nach unten geht. So, guckt mal, da hinten haben wir das Auto abgestellt. Da. Vorhin habe ich euch gerade die Brücke gezeigt, wo wir drauf stehen. Und jetzt müssen wir hier die Stufen hoch. Diese Treppe da drüben müssen wir dann gleich runter. So, da unten geht's dann lang. Wir sind oben, ihr habt es gerade gesehen. Die Burg Hohenstein, auch mal einen Ausflug wert. Vielleicht nehmen wir das auch noch mal mit auf ins Programm. Ist auf jeden Fall schön. Und wir schauen jetzt mal hier gleich nach unten ins Polenstal runter. Mal da unten, das Gasthaus Polenstal. Für uns geht es jetzt die Wolfsschlucht nach unten. Kurze Pause gemacht, was getrunken, was gesnackt und jetzt geht's nach unten. We'll be right back.
mal da oben, da sind wir drüber gelaufen. Jetzt guckt euch das mal an. Die Höhle, ihr habt es bestimmt gesehen, da liegt Papier. Das sind Berufe für Kletterer oder von Kletterern werden diese genutzt zum Übernachten. Wenn ihr da euer Geschäft verrichtet, sorry, aber da fällt mir nichts mehr dazu ein. Das tut mir echt leid. Aber hier gibt es doch genügend andere Ecken hinter Bäumen oder was. Da muss ich doch nicht da reingehen. Wo die Kinder vielleicht doch mal reinkriechen und krabbeln. Manche sind echt ekelhaft. Also vielleicht, wer das selber schon mal hier gemacht hat, in der Bove, in der Höhle, denkt mal drüber nach. Vielleicht gibt es noch andere Fleckchen, um seine Notdurft zu verrichten. Kann ja jeden mal überkommen, klar. Hier, guckt es euch an, schon schön rund gerutscht hier, mit Vorsicht zu genießen die Kanten. Ja, wer gerne Kanten rutscht, die Kantenrutscher zumindest, an euch geht das. Hier haben sie es fast geschafft. Da unten sehen wir schon die Polenz und im Hintergrund habt ihr mal ein grobes Verhältnis von der Höhe. Und Jenny verrät uns dann bestimmt noch mal grob Zeit und Entfernung. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Euch kommt das Schild bestimmt bekannt vor. Wir sind wieder unten angelangt. Und wir schauen jetzt noch mal ins Gasthaus, ob es da vielleicht noch ein bisschen was in den Magen gibt. So Jenny, jetzt du, Fazit. Schön. Und? Kurz, steil. Schön. Wie viel haben wir jetzt? 2,2 Kilometer. Und in welcher Zeit? 1 Stunde 20. Habt ihr gesehen, das Schmelzwasser? Ja, deswegen ist ja auch die Polenz so voll. Ja, die läuft fast über. Nein, es waren einfach die letzten Tage etwas länger andauernde Regenfälle, würde ich es mal sagen. Guckt euch das mal an hier. Ist schon ordentlich Wasser drin. So, schaut mal, da oben waren wir. Und hier ringsrum. Aber hat sich ganz schön viel der Käfer geholt überall. Jetzt Fazit, wie war's? Schön. War schön, wir waren jetzt noch was essen. Stopp, Elektrozaun. Wir waren jetzt noch was essen. Und da oben waren wir. Und jetzt geht's zurück zum Auto. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonnieren nie vergessen. Abonnieren nie vergessen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video. Wo das natürlich ist, wissen wir auch noch nicht. Mal aber schauen. Vielleicht hat da jemand einen Tipp für uns. Wer Tipps hat, wo wir mal hingehen sollen. Schreibt es mal in die Kommentare, es kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu, hat auch mit Wasser zu tun. Und dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao. Guckt mal, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben hier im Wald.